Herzlich willkommen zurück, Freunde von schrotflintenhassenden Schrottverwertern. Ich wollte eigentlich gerade Lovecraft Untold spielen, aber dieses Spiel hat mich so zerrissen einfach, dass ich jetzt etwas Entspannung suche. Graveyard Keeper. So. Apropos Entspannung, wir wollten hier eigentlich auch ein bisschen metzeln. Mal wieder ein bisschen in die Tiefe schauen. Aber, oh, wir haben noch irgendwas fertig zu machen. Zip. Oh ja, okay. Wir haben noch viel fertig zu machen. Ja. Können wir eigentlich mit anfangen? Ich wollte ja auch noch das ganze Holz vom Friedhof entfernen. Hier ein bisschen umbauen. Ein bisschen forschen, entwickeln. Und so weiter und so fort. Weg, weg. Bisschen so Kleinkram halt. Was brauchen wir denn? Ich hätte ja ganz gerne. Wie war denn das nochmal? Ach, da. Ich hätte ja ganz gerne den Ofen 2, den wir noch nicht haben. Ist der hier bei Schmiedekunst mit bei? Da. Ofen 2. Sieht gut aus. Hier gibt es sogar einen Ofen 3. Das ist schön. Das heißt, 30 blaue Bubbles brauchen wir. Damit wir da ein bisschen weiterkommen. Müssen wir gleich mal gucken. Was wir da so. Liegt da eine Leiche unbearbeitet rum? Nee. Ah, das waren die zwei guten Leichen, genau. Die wir weiter da für schlechte Zeiten aufheben wollten. Ihr habt ja auch ein paar Tipps bekommen, wie man da. Wie man die am besten verarbeiten kann. Aber da brauchen wir erst ein paar Perks noch zu. Dann können wir nämlich sehen, was die. Organe für Stats haben. Die anderen sind wohl immer. Also man könnte. Ich könnte jetzt wohl Fett entfernen und Blut entfernen. Das würde den beiden Leichen nochmal richtig gut tun. Weil die haben, glaube ich, zwei rote Schädel. Und dann würden die noch die zwei weißen Schädel halt bekommen. Dann könnte ich daraus zwei Super-Zombies herstellen. Oder zwei Super-Leichen für den Friedhof. Je nachdem, was wir gerade so, auf was wir gerade so Wert legen. Und dann wollten wir mit der Winzerei anfangen. Weil jetzt schon zwei NPCs von uns Wein haben wollen. Ich müsste auch schon Weintrauben haben oder Weintraubensaft, ich weiß gar nicht. Ich hatte da schon mal ein paar Samen gekauft und auch schon ein bisschen was angepflanzt, wenn ich mich recht entsinne. Da gucken wir mal. Dann wie gesagt ein bisschen Forschung betreiben und allgemein mal gucken. So. Jetzt schon wieder Tag. Ja, egal, wir holen jetzt mal das ganze Holz da weg. Irgendwann müssen wir das sowieso machen. Und warum, wenn nicht jetzt? So, ich wollte hier mal noch 100 ein. So, so einen Knopf drücken. Ich habe nämlich, mein Rechner hat die Angewohnheit, etwas sehr warm zu werden, wenn ich aufnehme. Und gerade jetzt, wo ich ja schon 3 Stunden aufnehme, wie gesagt, Lovecraft Untold. Ich habe es jetzt knapp 2 Stunden gespielt. Das erste Mal hat mein Aufnahmeprogramm dann mal wieder spontan. Also ich habe einen Aufnahmetest gemacht. Dann habe ich das Programm irgendwie nochmal neu gestartet, weil irgendwas nicht hingehauen hat. Habe dann aber nicht nochmal einen Aufnahmetest gemacht, weil die Einstellungen waren ja alle meiner Meinung nach die gleichen. Aber dann hat es sich doch für ein anderes Mikro entschieden, für das Mikro in meiner Kamera. Und das heißt bei beiden immer USB-Mikro. Und dann war auf einmal der Ton, als würde ich meinen Kopf in irgendeinem Marmeladenglas haben. Das habe ich dann irgendwann mitbekommen und dann habe ich das nochmal neu gemacht und habe auch das Level neu gestartet bei Untold. Und das hatte dann den schönen Nebeneffekt, dass ich keine Bandagen mehr hatte und keine Schokolade. Und beim zweiten Durchgang. Ich bin halt in irgendeinen Raum rein und der war so übertrieben voll mit Gegnern. Ich konnte mich halt schon ab die ersten 2 Schritte einfach nicht mehr bewegen. Und da waren auf dem Boden überall auch noch Stacheln, die Blutungseffekt verursachen und ich hatte keine Bandagen mehr. Und ich habe mich da so durchgebolzt einfach und hatte dann nichts mehr nach diesem ersten Raum. Und das hat mich so mega frustriert und ich wusste ja von den ersten Stundenaufnahme, dass halt einfach nicht besser wird.
Ich weiß nicht, ob ich das Spiel weiter spielen werde oder ob ich es nochmal von vorne anfange auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad. Ich mag eigentlich hohe Schwierigkeitsgrade schon ganz gerne, aber dieses Spiel ist einfach so verrucht unfair und das Punishment ist so hart, dass es einfach keinen Spaß macht auf dem. Ich meine, die Lovecraft-Spiele sind ja bekanntermaßen schwer und das ist auch okay, aber sie müssen fair bleiben. Und wenn du halt einfach alleine mit 30 Gegnern in einen Raum gesperrt wirst, und ich oder übertreibe hier gerade überhaupt nicht, und der Raum ist so groß wie die Hütte von ihm hier, und du bist Fernkämpfer, alle anderen sind Nahkämpfer, wo bleibt da die Chance, einfach die ganze Sache schaffen zu können? Und ja, das ist dann doch ein bisschen gurkig. Gut, ja, ein bisschen will ich da noch rausreißen. Wir müssen nicht alles mitnehmen, aber dann haben wir da ein bisschen was geschafft. Ja, noch so einen kleinen Baum nehmen wir noch mit. Und dann werden wir immer, wenn wir Energie übrig haben, auch ein bisschen nicht genug Energie. Alles klar, dann irgendwas hatte ich mit. Bären, ja, von mir aus. Immer Holzteile herstellen, damit unser Holzlager nicht übervoll ist. Denn der Zombie bringt uns ja regelmäßig neue Holzstämme. Die nehme ich ja jetzt einfach nur weg, damit sie ja nicht mehr auf dem Friedhof rumliegen. Der eigentliche. Huch! Brauchen tue ich sie ja gerade nicht, aber ich möchte sie ja da halt weg haben. Oh, da kommt der Esel. Ist bald eine neue Leiche. Sehr schön. Da war der Holzzombie. Na, leg's da rein. Schön. Schwupp. Du auch hier. Alles klar. So. Obwohl, kann man das hier direkt. Klar, kann man machen. Haben wir irgendwas drin, was nahrhafter ist? Nö, erstmal nicht. Ja, erstmal ein bisschen anschlafen. Und dann kümmern wir uns gleich nochmal um die Leiche. Wäre auch cool, eine zweite Kühlpritsche zu bauen, für den Fall, dass da nochmal richtig gute Leichen kommen. Also eine zweite Doppelkühlpritsche, wenn schon, denn schon. Flupp. So, 98%, das ist noch gut. Dann zeig uns doch mal, was du kannst. Oh, das sieht gar nicht mal so schlimm aus. Machen wir das mal wie folgt. Ich nehme erstmal die Gedärme. Wir haben 4 zu 4. Zip. Okay, hier war. Das sind gute Gedärme. Weil die haben zwei weiße Schädel jetzt. Hat die Leiche jetzt verloren. Das heißt, die lagere ich ruhig mal ein. Hä? Ich wollte es eigentlich in einen anderen Schrank packen, aber irgendwie. So jetzt. So. Ja, dann nehme ich noch das Fleisch, weil Fleisch ist gut. Fleisch können wir immer gut gebrauchen. Ja. Und die Haut. Haut können wir auch immer gut gebrauchen. Und dann verbrennen wir. Dann verbrennen wir die Leiche. Nein! Flupp! Keine Möhren mehr. Oh, guck an. Flupp! Tja, gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Können wir mal wieder ein paar Holzscheiben oder wie auch immer das heißt, machen. Holzscheite doch direkt. Die können wir dann mal da runterbringen, damit wir da wieder was auf Lager haben. Ja, dann irgendetwas erforschen, was uns blaue Bubbles gibt. Da müssen wir mal schauen. Da weiß ich gerade nicht, ob wir da noch irgendwas rumliegen haben. Ansonsten gehen wir erstmal in Richtung Wein. Weil da kriegen wir definitiv noch, wenn wir mit dem Inquisitor ein bisschen besser arbeiten, kriegen wir da definitiv noch die Möglichkeit, Gegenstände zu untersuchen, die blaue Punkte geben. So, na gut, dann
Wo er da schon wieder kommt, wo ich ihn schon wieder anrennen sehe. Ackern wir uns hier gerade mal kurz durch die ganzen Holzteile durch. Zip. Zip. Mal weiter. Weiter, 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 weiter. Arbeit, Arbeit. Zip. Gut. Ja, das ist auch gleich fertig. Dann können wir hier ja schon mal wieder... Wir haben kein Brot. Wir haben keinen Teig. Wir haben keinen... Okay, dann hat sich das ja erledigt. Dann können wir das hier erstmal einlagern. Gut. Oh, hier sind Möhrchen fertig und Hanf. Wupp. 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 Fertigen. Toll. Nee. Da noch nicht. Fertigen. Okay, so, warum ich da angepflanzt habe. Ah, das reicht nicht. Und wieder ein bisschen was verdörren lassen. Und hier sind auch Beeren. Und hier sind Traubenkerne, aber nur drei, wir brauchen vier. Was können wir eigentlich damit machen? Zwei Energie, die können wir essen. Okay. Ich bin immer der Meinung, dass man da vielleicht tatsächlich irgendwann noch Seide herstellen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Bin mir da nicht wirklich sicher. Gut. Dann. Der Garten könnte auch mal aufgebessert werden. So, dann gehen wir mal runter, sammeln da noch ein bisschen was ein. Können hier erstmal Möhren nachladen. Zack. Dann legen wir das hier ab. Das kommt auch dahin. Perfekt. Schönes Ding. So, dann, ne, hier. Dann porten wir uns mal zum toten Pferd. Verkaufen hier ein bisschen Krempel. Schön, damit haben wir wieder 6 Silber. So, du wolltest Wein von uns nehmen. Mal gucken. Silberner Wein, okay. Heute Händlertag. Steht der Händler da? Ja. Dann können wir mal Traubenkerne bei ihm kaufen. Hier. Das sind aber nicht viele. Nein, wir können uns auch nicht alle leisten. Gut, dann nehmen wir mal, gehen wir mal wieder 3 wieder zurück. Ja, wir hatten ja... Genau. Ich hatte ja 3. Dann wird das so reichen. Hoffe ich. Wir wollen die uns mal draußen holen. Traubenkerne da. So, sehr schön. Irgendwas soll ich noch abgelegen, genau, die Maden. So, damit können wir jetzt... Ah, ihr sollt auch Dünger mitnehmen. Ein bisschen. Nee, ein bisschen. Nur ein bisschen. Weil die Weintrauben wollen auch gedüngt werden. Ich weiß nicht, ob ich da oben schon eine Kiste hingebaut habe. Ja, zur Not komme ich nochmal wieder. Ist ja nicht so weit. Wir müssen nur hier hochasseln. Na los. Und dann sind wir ja schon hier. Habe ich hier schon eine Kiste gebaut? Irgendwo konnte man hier eine Kiste bauen. Sieht nicht so aus. Ja, okay. Merken wir gleich. So. Nee, Quatsch. Ah, vergessen zu düngen. Erst den Dünger. Und dann oben drüber das Zeug. Das war jetzt doof hier drüben, aber okay. So, Transportstation. Oh, auch nicht schlecht. Brauchen wir noch nicht. 4 Nägel, 6 Teile und 4 Planken. Hol mal direkt. Vier, vier, sechs. Müssten wir alles da haben. Holen wir mal. Dann haben wir genau 6. Oh, ich brauche nur 4.
Die aber auch nur 4. Dann leiern wir das auch direkt an. Okay, wir können hier eine Menge Kisten errichten. Warum auch immer wir so viele Kisten hier brauchen. Aber egal. Kriegst du es noch hin? Glaub an dich! Scheiße. So, können wir hier den Torf lagern und... Ja, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Ich glaube, später können wir auch eine Zombie-Winzerei direkt machen. Brauchen wir aber noch eine Menge Zombies, eine Menge Zombiesaft und da ist es noch ein ganz schöner Weg hin. So, gut, damit läuft das erstmal irgendwie ein bisschen an. Erforschen. Hopsen wir mal runter, würde ich sagen, und gucken mal, ob wir sporadisch irgendetwas haben, was wir erforschen können. Ach ja, hier wollte ich ja auch. Genau, Flasche mit Bärensaft. Hatte ich das schon raus? Ich glaube, wir brauchten erst die Saftpresse, bevor wir das vergären können. So, gucken wir mal, ob wir was erforschen können. Haben wir hier Glauben überhaupt drin? Ich habe 5 Glauben. Die Schweinehaut hier reinpacken, das hier reinpacken. Salz, gefährlich und Alchemiemühle, das glaube ich nicht ganz. Braucht was, was blau gibt. Ah, Lebenslösung gibt blau. Schön, untersuchen. Plöpp. Okay, das war ja billig. Ja gut, es gibt Wissenschaft. Okay, das gibt 15 Wissenschaft. Auch grün. Okay, das ist alles zu wenig. Können wir noch irgendwas herstellen, was wir noch nicht zerlegt haben? Irgendwas? Kann man nicht. Können wir hier noch machen? Sei, was auch immer wir damit denn anfangen können, könnten wir jetzt halt herstellen. Blaueninjektion, oh, da können wir auch schon. Eine Säureinjektion. Ihre Eigenschaften zu modifizieren. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt. Kerzen, ja. Da können wir das Hanfseil für benutzen. Kerzen, das sind aber andere Kerzen. Das sind immer andere Kerzen. Sind die andere Effekte haben? Weiß man nicht, ne? Ah ja, gut. Kaum einen Tag vorher noch eine Leiche an? Müsste, oder? Nee? Okay, können wir noch kacken. Ja, gut. Haben wir weiterhin hier noch das Ziel. Es ruckelt ganz schön gerade irgendwie so unten rund. Bin mir nicht ganz sicher, warum es so ruckelt. Manchmal, wie gesagt, überhitzt mein PC, das wollte ich vorhin noch erzählen. Ich habe so eine, noch ein paar Lüfter mit dran gebaut, die ich aber separat zuschalte, weil die so ein bisschen brummen. Das hatte ich vorhin vergessen. Und dann merke ich manchmal, ich habe da so alles mit Thermometern ausgestattet, dass der Rechner dann eine gewisse Temperatur erreicht, die er nicht erreichen sollte. Beziehungsweise der Rechner, also die Luft da drum. Ne? Wenn ich dann 40 Grad um den Rechner herum habe, dann kann ich mir ausmalen, wie viel Grad im Rechner drin sind. Und der ist in einen kompletten Schrank eingebaut und da kann ich dann halt sagen, ja, kalte Luft rein in den Schrank, warme Luft raus aus dem Schrank und dann regelt sich die Temperatur sehr schnell runter. So, machen wir mal noch ein paar von den Dingern. Und noch ein paar von den Dingern. Ist ja so. So, dann machen wir wieder irgendwas Blaues. Blaues. Ich weiß, was noch blau gibt. Und zwar Friedhofsgekröse im Allgemeinen. Können wir hier schon irgendwas Schönes herstellen? Das hier müsste blau geben, wenn wir es untersuchen. Ja, doch, wir müssen untersuchen. Müsste so sein.
Mal morgen mal ausprobieren. Weil der Stein an sich gibt halt rot, aber alles, was mit dem Friedhof zu tun hat per se, gibt blaue Erfahrungspunkte. Also müsste meiner Meinung nach. Stellen wir mal von jedem eins her und dann lassen wir uns mal überraschen. Warum geht das nicht? Wir haben keinen Stein. Dann stellen wir mal Stein her. Oh je. Das zieht sich. So. Ach Quatsch. Wollte gerade sagen, das ist ja das Recyceln hier. Da müssen wir hin. Steine habe ich da nämlich genug. Das ist mich schon irgendwie irritiert gerade. So. Plöpp. Und. Oh, reicht nicht. Plöpp. Oh. Da haben wir sogar direkt Blaues bekommen dafür, dass wir das gemacht haben. So, schauen wir uns die Leiche hier unten noch schnell an. Zack. Ja, die ist jetzt nicht so berauschend. Nehmen wir mal die Gedärme raus. Die hat zwei rote und zwei weiße Schädel. Oh, ist ja auch wieder ein gutes. Nee. Ach ja, komm. Und let it burn. So lassen sich natürlich auch eine Menge Bestattungsurkunden erstellen. Einfach alles niederbrennen. So, rein da. Dann gucken wir mal, ob wir die anderen Sachen direkt erforschen können. Den Ofen 2, ja, ich denke, wir müssen erstmal ein bisschen in Winzerei investieren. Da, blau. Direkt gemacht. Und wie viele? Jawohl! Das war schön. Das gleiche, gleich. Ah, das habe ich schon gemacht. Okay. Beziehungsweise nicht okay. So, dann gucken wir mal, wo wir investieren können. Was wollte ich jetzt? Winzerei. Da gucken wir mal hier. Meistersammler, naja. Weinlese da. Rankgerüst, Trauben und Hopfen herstellen. Genau, Rankenpresse. Gut, dann holen wir uns das. Und das. Zombie-Brauerei, Zombie-Weinberg. Zombie-Gärtnerei. Auch gut. Dann brauchen wir nicht noch eine Saftpresse. Brauplatz, Gärungsfass. Alkoholdestille. Irgendwo können wir auch diese Matschpampe halt herstellen. Ich weiß nur noch nicht so genau wo und wie. Also diesen Eimer mit zerdrückten Beeren. Das, was wir hier quasi brauchen. Muss ich mal gucken, ob wir das oben vielleicht am Küchenplatz herstellen können und ich das einfach permanent übersehe. Hier nicht. Hier auch nicht. Nein. Nein, kann man nicht. Ho! Aber wir gucken gleich mal die Rankenpresse. Was wir dafür brauchen, dann bauen wir die erstmal. Nein. Können wir nämlich auch hier unten bauen. Und ich bin nämlich der Meinung, hier stellen wir sowas her. Gut, wir brauchen 12 Planken, 10 Steine und 4 komplexe Eisenteile. Kriegen wir hin, müssten wir alles da haben. So, Planken. So. 12 Steine. 8 komplexe Eisenteile? Haben wir keine. So, wir können die hier mal wieder alle zurückbringen. Dann müssen wir kurz. Haben wir normale Eisenteile? Nö, ne? Nö, dann müssen wir jetzt mal eine Menge herstellen hier. Jetzt mal zwei. Dann ist das Eisen.
Dann wird uns das Eisen knapp. Ich glaube, das schaffen wir so gar nicht. Klack. Und dann kommen wir nur auf 3. Ah, vermaledeit. Da muss ich mal gucken, ob ich hier noch Eisen, ob ich hier oben noch irgendwo ein Eisenerz habe. Nee, Moment mal, ich habe doch schon Eisen eingelagert, oder? Die großen Eisenklumpen. Oder? Ey, da liegt alles voll. Ja, zack. Pfeff. Schön. Ich will den eigentlich nicht mehr noch großartig weiter füttern. Weil ich hier eigentlich einen größeren, also einen moderneren Ofen bauen möchte. Aber jetzt brauchen wir gerade Eisen, sonst kommen wir da nicht weiter. Zip. Zip. Gut. Also erstmal abwarten. Heißt es erst einmal abwarten. So, haben wir sonst noch irgendeine Quest? Ah, mit Frau Anmut könnte man auch noch reden. Das haben wir jetzt verfehlt um eine ganze Weile, weil da brauchten wir auch Glauben, um überhaupt mit ihr reden zu können. Und das können wir auch mal angehen. So, haben wir hier Eisen? Nee, da ist noch nichts passiert. Dann gucken wir mal oben, wie es beim Wein aussieht. Vor allem, weil der eine gedüngt ist, der andere nicht. Ob wir da schon einen Unterschied her feststellen können? Nö, wir sehen erstmal beide gleich aus. Kommt noch nichts dran. Das ist ein hässlicher Baum, den ich noch habe. Naja, egal. Die holen wir schon peu à peu. Ein Eisen. Und noch ein komplexes Eisenstück. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt müssten wir alles haben, wenn ich nichts vergessen habe. Krankenpresse da. Stellen wir die hin. Noch einfach hier so direkt mitten im Weg. So. Tack, 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 tack. Puff. So. Ah ja. Genau. Bärensaft, Apfelsaft, Traubensaft, Samen, Öl und Öl. Genau. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Wo ich auch am Anfang dachte, so generieren wir Öl, um den Wagen wieder zum Laufen zu kriegen von dem Esel. Aber ihr seht ja selbst, das ist ja viel zu spät. Ja, man kann es eigentlich nur bei Doggo, Doggy, Doggo kaufen. Aber trotzdem ist schon ein Mörderaufwand. So, ich guck gleich mal, haben wir hier oben noch Trauben? Nee, schade, haben wir hier Äpfel? Ein. Oh, wie viele BL? Na, wir warten einfach mal. Aber guck mal hier. Können wir alle einlagern bei dem Esel. Gut. Gehen gerade in die Richtung, da können wir das auch alles mitnehmen hier. So. Dödemdem. Ah, schön friedlich so am Morgen. Mitgenommen. So, dann bringen wir den Grabstein und die Grabdeko noch auf den Friedhof. Nehmen noch 2 Holzbalken mit. Wir brauchten noch irgendwas, um die Kirche auszubauen. Ne? Irgendwas hat noch gefehlt. Eine Bauerlaubnis, ne? Bauerlaubnis, ne? Kostet 20 Silber. Alter Schwede. Königliches Siegel kostet 50 Silber. Alter Schwede. Okay, das ist teuer. Das ist sehr, sehr, sehr teuer. So, nur noch der eine eklige Baum da oben, dann haben wir es geschafft. Die Bauerlaubnis, ja, 20 Silber. Das wäre, glaube ich, so das nächste große Ziel, auf 20 Silber zu kommen. Das schaffen wir aber vor dem nächsten Sonntag nicht mehr.
um die Kirche nochmal auszubauen. Selbst wenn wir die Bauerlaubnis dann hätten, gehe ich nicht davon aus, dass wir es denn rechtzeitig schaffen, die Kirche nochmal auszubauen. Aber wir wollten ja eh noch ein anderes Gebet schreiben. Hatten wir das nicht sogar schon? Nö, haben wir offensichtlich noch nicht. So. Ach, das wollte ich da auch noch ablagern. Ja, gehen wir nochmal runter. Dann haben wir auch die letzten Holzbalken da entfernt. Hier kann man, ach, hier schauen wir auch nochmal direkt rein. Ja, beweg dich. So. Wie sieht's denn bei dir? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir nehmen mal die Innereien raus. Schauen, was sich dann tut. Das sind wieder gute Innereien gewesen. Dann nehmen wir jetzt mal Blut und Fett raus. Das sollte allgemein gut sein. Eine Sechserleiche, die werden wir, glaube ich, seit langem einfach mal wieder einbuddeln. Einfach mal. Wie habe ich das hier geplant gehabt? Aber weißt du was, da oben? Hier ist noch Platz. Komm mit. Fluff. Schönes Ding. Okay, mache ich ein andermal weiter. So, andere Frage ist hier schon. Hier wollte auch keiner mehr was. Okay. Dann nehmen wir das Zeug hier noch mit. Man kann da auch einen richtig langen Zug bauen, wenn man möchte. Gerade hier, wenn es so bergauf geht, kann man da 5, 6 Teile hintereinander schieben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, ist da halt dann sehr groß. So, alles wieder einlagern. Naja, egal. Machen wir das später nochmal fertig. So, ja, wie kommen wir schnell an Geld? Idealerweise, wenn wir guten Wein verkaufen, das hilft uns und natürlich die ganzen Bestattungsurkunden helfen natürlich auch. Ansonsten Spenden in der im Klingelbeutel helfen natürlich auch. Da gibt es natürlich auch ein schönes Gebet. Damit könnten wir uns gleich nochmal befassen. Aber das ist nicht so gerade. Come on. Yep. Nö, das war wirklich nicht so. Ah ne, es ist einfach hier unten schief gelaufen. Das heißt, es könnte auch schlechte Gedärme sein. Ich habe bei dem anderen das Fleisch nicht rausgenommen. Wir könnten auch mal wieder im Flüchtlingslager vorbeischauen, wie es denen da allgemein geht, jetzt wo wir sie lange vernachlässigt haben. Ob die da jetzt wieder ins Negative gerutscht sind. Oder ob die beim Stand vom letzten Mal stehen geblieben sind. Weil dann wäre natürlich interessant, ob man nicht auch einfach eine Transportstation nach da oben machen könnte. So, und jetzt stellen wir fest, das Grab hat nur eine Qualität von 4, weil wir keine gute Deko hier haben. Aber gut, besser so als anders. Andersrum. So. Der letzte eklige Baum ist passiert. Der musste natürlich 3 Holzteile fallen lassen, damit es nochmal nicht reicht mit einem Gang. Puff. Um die Laterne herum navigiert. Gerade erschrocken, dass ich den Sonntag verpennt habe, aber nein, es ist noch Sonntagnacht. Na egal.
Gucken wir gleich mal, wie weit wir mit dem Gebet gekommen sind. Ich weiß nicht mehr, woran es da gescheitert ist. Gut möglich, dass es an Glauben gescheitert ist. Dass ich davon nicht genug hatte und jetzt auch nicht habe, weil ich ein bisschen was geforscht habe. Wir schauen gleich mal. Habe ich nicht mehr so richtig im Kopf gehabt. Wenn nicht, dann ziehen wir hier jetzt nochmal Kraft raus einfach und wandern das denn an. So, ehrliches Gebet könnte ich... Ah, ich schon Spendengebet für Geld. Reumütiges Gebet wollte ich, glaube ich. Ne? Das stellt mir Glauben her. Gebet nach Reichtum. Kombo-Gebet. Kombo-Gebet geht nicht. Reumütiges könnten wir schreiben einfach so. Ne? Dann machen wir das doch einfach mal. Oh, das ging ja... Oh! Sweet! Probieren wir das doch direkt mal aus. Ach, 39er Kirche. Beste Kirche überhaupt. So. Vergiss meine Sünde und Vergebung basiert auf ein paar Geschichten aus deiner Jugend. Predigt Glaube plus 25%. Glaube einmal. Und hier ist Glaube mal 2. Egal. Es kann ja kaum schlechter sein als das Standardgebet. Wir haben sonst so beim letzten Mal, ich glaube, 6 oder 7 Glaube bekommen. Gucken wir mal, was jetzt hier so passiert. Auf jeden Fall ist die Kirche nicht so voll wie beim letzten Mal. Toll, toll, toll. Okay, da liegen schon mal 8. Hamena. Toll. Ein paar finden es nur okay. Schön. 11 Glauben. Das ist eine gute Anzahl. So, tolle Predigt. Jetzt gucken wir mal, was sie da reinwerfen. Oh ja, das geht auch voll klar. Schön. Ich meine, da geht mehr. Klar, da ist Luft nach oben. Aber das ist schon mal schön. So, wolltest du auch noch was? Ach, du wolltest Fisch. Sollen wir es erhandeln? Ich könnte dir das wieder hier geben. Komm, machen wir das mal. Brauche ich nicht. So. Ach, jetzt habe ich auch da oben einen Stud. Guck mal an. Was macht das? Will er uns so direkt nicht sagen. Den Baum lassen wir da mal liegen. Also stehen, den anderen, den tollen. Jetzt können wir hier unten uns noch was abholen. Zip. Mal hier wieder was? Nö. Ist ja Sonntag, sonntags kommen keine Leichen, da hat auch der Esel frei. Schnell irgendwas herstellen. Nein, der Zombie muss mit vollem Rucksack wieder abziehen. Ah, schade. Zip. So. Gucken wir mal, können wir eh nicht ernten. Doch, warum hat der aufgehört zu arbeiten? Ich dachte, er hat keine Energie mehr. So, schauen wir mal nach unserem Weinberg, wie es da aussieht. Lauf, 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 lauf. Ah, da liegt auch noch Holz. So, der rechts, der gedüngte Wein, der ist schon fertig. Puff. Boah. Und wir haben auch wieder 4 Traubenkerne rausbekommen. Sehr gut. Und Abfälle. Und ich habe viel Kram im Inventar. Dann wird hier direkt das nochmal abgezogen. Schön. Nehmen wir den Scheiß auch mit. Der Weg ist mir zu uneben, um beide mitzunehmen. Nehmen wir erstmal nur einen. War das auch bald geklärt. So, pack. So. Kommt mal her. Hier, hier sind auch nochmal rein. Hatte ich hier noch was für euch? Ja, Fleisch. Und Salz. So, dann gehen wir mal in die Rankenpresse. 15 brauchen wir. Okay, das reicht natürlich noch nicht, was wir haben. Dann lagern wir das schon mal ein. Lagern auch die Beeren ein. Wie viele Beeren bräuchten wir? 25. Ja, das sollte nicht so schwierig sein. So.
Und in derselben Presse mache ich nachher Wein. Igitt, ey. So, ja, was machen wir mit dem Öl? Wo lagern wir das? Sollen wir wieder ein bisschen aufräumen hier. Tun wir einfach hier unten mit rein. Lass mal das mit rein lagern. So, wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Nächsten Tag ist hier Frau Anmut-Tag. Das heißt, wir legen hier... Ne, wir behalten die komplett bei uns. Hier können wir eine Geschichte einlegen, das reinlegen. Asche können wir auch mal reinlegen. Können wir Asche analysieren? Haben wir das schon gemacht? Wir können aus Asche und Öl können wir übrigens schwarze Farbe herstellen. können wir das schon? Können wir doch nicht, oder? Ich bin am falschen Tisch dafür. Kann ich irgendwas reintun? Nee. Haben wir irgendwas noch nicht gebaut? Arbeitstisch? Was bist du hier? Du bist nur ein Tisch. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Arbeitstisch. Alchemietisch, Alchemietisch, Stufe 2, Alchemiemühle, Destillationsrohr. Ah, hier muss man ganz genau aufpassen. Hier gibt es ja einen Kirschenarbeitstisch, Alchemieregal, das wäre ganz gut. Nochmal ein Tisch, Schriftrollenregal. Das ist auch schon wieder eine Kunst für sich, das alles auseinanderhalten zu können, was ist. So, wir haben noch Teile mit, ne? Bringen wir die mal runter. Das alles auseinanderhalten zu können. Was ist? Noch schon ätzend genug. Also welcher Tisch jetzt was macht? Sehr gut. Very, very gut. Viel Torf schon wieder hier, ey. So. Und hier wieder alles rein, was wir nicht brauchen. Können wir hier noch ein paar Beeren klauen? Damit wir bald mal Beerenwein machen können. Naja, wir können mal gucken, wo ich hier eigentlich hin wollte. Zombie-Gärtner. Sind die Dinger denn effektiv, was Samenwiedergewinnung angeht? Oh, Dünger. Oh, Zombie-Brauerei. Ist das denn effektiv? Erstmal können wir noch gar nicht so viele Zombies herstellen. Ich will erstmal hier Ofen 2. Ofen 3. Dafür fehlen noch 7. Diese Dinger herstellen, die geben blaue Bubbles. Gut, morgen. So, kommen wir unserem Tagesziel so peu à peu näher, auch wenn wir noch kein Stück weitergemacht haben an der Sache Ausrüstung, um in den Dungeon tiefer vordringen zu können. Aber ich denke, das fällt heute auch aus. Da kümmern wir uns ein andermal drum. Ich porte uns mal zum... Quatsch. Ich will immer die Urkunden benutzen. Ich porte uns mal hier hin. Wir verkaufen wieder ein paar Urkunden. Und dann reden wir mal voll entschlossen mit Frau Anmut. Sei selbstsicher. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein kleiner, ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir. Also nenn mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel, dieser Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Geschichte bekommen. Witzig. Schön, dich zu treffen, Wärter. Du solltest nicht nur meinen Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Ich habe ein paar Fragen. Frage nach der Schlange.
Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falsche Münze in seine Visage und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Okay, das ist einfach gewesen. So, der will immer noch weinen von uns. Brauchen wir sonst noch was? Ich glaube, nö. Ab nach Hause. So, machen wir hier mal weiter. Wir haben mal bekommen. 5. Okay. Braucht er 30, ne? Dann machen wir noch einen. Und dann brauchte ich 35. Mal zur Not noch einen. Nee. 20 habe ich sogar nur gebraucht. Wieder total überflüssig. Amboss Nummer 2. Das klingt auch gut. Wollen wir das gleich hinterher schieben? Ja. So, dann wird es Zeit, hier ein bisschen was abzureißen. Entfernen. Und zwar dich. Und dann offensichtlich auch dich. Werkel, 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 Werkel. Puff. Ah, Schrott. Und auch. Haben wir irgendwas? Haben wir irgendwas? Oh, Möhren können wir 3 essen. Sup. So. Amboss. Amboss 2. Oh Gott. Oh, Stahlbarren. Ich habe gar keine Stahlbarren. Ich bin ja bescheuert. Hätte ich erstmal gucken sollen. Gut, aber Ofen. Komplexe Eisen. Okay, wir brauchen wieder einen normalen Amboss. War dumm, dass ich ihn abgebaut habe. So, Ofen 3. Ja, da brauchen wir. Also an die Haut kommen wir ran, ist kein Problem. An den Stein kommen wir ran, die komplexen Eisenteile. Dafür brauchen wir ja wieder Stahl. Oh, scheiße. Ich hätte den Ofen nicht abreißen sollen. Ich hätte mich da erst. Oh, wir können ihn instant auch verbessern. Naja, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass das geht. Oh, komplexe Eisenstücke. Was können wir so machen? Na gut, haben wir uns erst. Ach komm, ist die letzten 5 Möhren. Passt schon. Nochmal eine knappe Kiste hier. Da fehlen uns 2 komplexe Eisenteile. Oh, das ist hassenswert. Ich muss irgendwie an einen Stahlbarren kommen. Könnte auch einen Ofen 2 bauen. Ist mir aber auch zu blöd, jetzt den nur dafür zu bauen. Das ist mir auch zu blöd. Zur Not gehen wir beim Schmied fragen, ob er sowas hat. Können wir direkt mal machen. Totes Pferd. Brauche nur 2 Stahlbarren oder 2 komplexe Eisenteile. Irgendwas davon wird man bei ihm ja kriegen. Hier oben war er schon. So, erzähl mir mal einen. Nee. Dann gib mir die. Ja. Das ist alles gut. Und dann habe ich hier Bären gesehen. Dann brauche ich auch noch ein paar. Kann ich die klauen? Schön. Nein. Ach, das ist ein Teufelskreis. Nein, doch nicht die Blume, die Bären! Er will das nicht machen. Traust du dich nicht, oder was? So. Nach Hause. So, dann dengeln wir jetzt hier nochmal komplexe Eisenteile. Gut, wir hauen uns hin. Es hat keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. So. 3. Der Händler ist gleich da. Brauchen wir für ihn was? Abgesehen von Traubenkern eigentlich nichts. So, das fertig. So, dann gucken wir mal nach der Leiche. Schweinshaut brauchen wir nämlich auch. Und ich glaube, die haben wir gar nicht derzeit. Weil ich eigentlich immer fast jede
Schweinshaut oder Lederhaut oder wie die sich nennt, zu Papier verarbeite. Das heißt, ich ziehe dir die Haut ab. Come on. Zip. Fand er nicht so gut. Nehmen wir dir das Blut ab. Das fand er gut. Dann nehmen wir dir das Fett ab. Fand er auch gut. Jetzt nehmen wir dir noch die Gedärme ab. Dann gucken wir mal, was draus wird. Ah, Ärztefusch. Okay. Gut. Und Knaller zünden. Gehe ich mal kurz auf den Friedhof und werfe alle meine Grabumzäunungen ab, die mein Inventar fluten. Gerade. So. Und dann kümmern wir uns kurz hier um ein bisschen Ordnung. So. Ne, genau andersrum. Ah, hier habe ich ja 4 heute. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ha! Mir nie aufgefallen. Zwiebelsamen waren da drin. Auch nicht schlecht. Nee, das hat man, glaube ich, hier drüben erledigt. Einmal mit Blut. Nee, Schweinslederhaut. Ja. Zack. Schön. So kommt eines zum anderen. Wie viel Scheiße ich schon wieder im Inventar habe. Zeit, das auszuschlacken. Ach, hier wäre auch noch Haut gewesen. Okay. Du kommst hier mit rein. Blume kommst auch hier mit rein. Die Geschichten lagere ich ja eigentlich hier. Ist aber auch Quatsch, ja. Schöne Sache. Einmal Bärensaft. Plöpp. Und oh, wir brauchen 2 Bärensafteimer. Gut. Ja, Ordnung muss sein. Bringen wir die Geschichte noch hier hin, wo sie eigentlich hin soll. Genau, dann gucken wir mal, ob hier oben einer beichten will. Nee, hätte ja sein können. So, und dann, ja, jetzt fängst du zu schütten an. Nehmen wir das gleich hier mit. Wir richten hier gleich 2 neue. Die werden ja gebraucht wie nichts Gutes hier, die Dinger. Zack. Zack. Und lagern wir den Scheiß hier noch ein. Das kann auch hier hin. So, dann brauchen wir als nächstes nur jede Menge Stein. Und dann können wir den Ofen Nummer 3 bauen. Die großen Steinklumpen haben wir da. Also machen wir das mal so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel wir brauchten und wie viel ich jetzt gerade habe. Aber 12 geht schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen. So. Schauen wir mal. Ofen 2 und Ofen 3. Wir haben alles. Sehr gut. Oh, den hätte ich gern so hier zu stehen. Dann zimmern wir den noch. Falls wir es hinkriegen. Kriegen wir nicht hin. Ach so, ich habe ja hier noch Scheiß. Warum seid ihr jetzt auf der Seite aufgetaucht? Immer weniger Ernteabfälle. Eieiei. Ernteabfälle gehen zurück. Zwiebelsamen, Torf, Maden, jo. Den restlichen Kram lagern wir hier wieder ein. Gut, dann gehen wir mal. Nee, Quatsch.
wollte ich benutzen und nicht einlagern. Dann gehen wir mal zum toten Pferd und holen uns noch ein paar Traubenkerne. Traubenkerne, ja. Oh, guck mal, jetzt sogar goldene Traubenkerne. Aber ich glaube, da kommen wir hoch. Also zum einen brauchen wir die noch nicht wirklich. Aber da, und zum anderen kommen wir da auch selber hin, wenn wir unsere Trauben da gut düngen. So. Dann ab nach Hause. Ab noch zu Hause. Dann schauen wir mal, was oben abgeht. Also auf dem Weinberg. Da. Schon fertig. Scheiße. Gut. Ja, ich würde die auch ganz gerne ernten, wenn die beide reif sind, damit, wenn ich hier hochkomme, ich gleich alles mitnehmen kann und ich hier nicht immer jeden Tag hochlatschen muss. Das wäre schon cool. Aber dafür brauche ich es noch ein bisschen. Dann bleibt das Ding da liegen. Ja, eine neue Leiche. Ja, mach ich mich morgen drum. Jetzt ist halt auch mal die Sache, ich weiß immer nicht, wann Schlange da ist. Ob er zur Nacht zum grünen Käfer oder vom grünen Käfer da ist. Das müssen wir gleich mal überprüfen. Den verpasse ich nämlich einfach regelmäßig. Lauf schneller! Nee. Hier ist keiner. Kommt er erst morgen. Das kann ich mir einfach nie merken. Da ist er! Okay, gut. Schneller, beweg dich. Das ist eigentlich auch Crap, den man zerhauen kann. Heute noch, Kollege. Wir können ja mal gucken, was wir hier so schönes bauen können. Schädel an der Wand und Schädelsäule. Brauchen wir nur jeweils 5 Schädel. Könnte man ja mal machen. Da haben wir hier irgendwie so Kultqualität. Ich weiß nicht mehr ganz, was uns das bringt, aber das brauchen wir für irgendwas. Ich glaube, können wir auch Rituale hier unten machen oder so. Gucken wir mal. Ach, jetzt beweg dich. Du bist so träge. Naja, als ob du beschäftigt bist. Ich will dir noch eine Fake-Münze ins Gesicht werfen. So. Aha, hat sie dir erzählt, dass es ein Scherz war? Sie war mal so süß und naiv. Bist du ihr neuer Liebhaber oder was? Ich habe sie gerade erst getroffen. Ja, wir sind verliebt. Haha, guter Scherz. Das ist nichts für sie. Das war's schon? So, nach Restaurationswerkzeug. Eine Aufgabe für dich. Besorge mir Restaurationswerkzeug. Eine Aufgabe, wie niedlich. Was denkst du eigentlich, wer du bist, hä? Ich habe Geld, ich bezahle dich. Ha, ich habe gerade keine Verwendung für dein Geld. Wenn du mir dabei hilfst, meine Lebensaufgabe zu verwirklichen, unterstütze ich dich vielleicht auch. Quid pro quo, sagen die Dorfbewohner. Okay. Also wir müssen erstmal den Scheiß machen und alles und ja, ist klar. Gut. Das lässt sich doch arrangieren. So, dann bauen wir noch unseren Ofen, ernten unseren Wein und dann soll es das für heute gewesen sein. Zack, 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 zack. Come on! Schönes Ding. Mal ein bisschen Brennholz herstellen. Klack. 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 Wo ich hätte einfach Kohle in den Ofen werfen können. Völlig verpeilt. Na, jetzt noch das Brennholz.
schöne Sache. Und als erstes wird Schrott eingeschmolzen. Sauber. Ich hoffe, ihr seid jetzt beide reif. Nee. Ach, nee. Und hier haben wir nur 3 Traubenkerne bekommen, weil ungedüngt. Scheiße. Ich habe schon wieder Ernte ab. Ah ja, von gerade eben, klar. Dass ich jetzt 5 Feuerholz übrig habe, sowas nervt mich auch immer. Ich denke mal, ich habe 15 hergestellt immer, ne? Ja. Aber noch einmal. Damit wir 20 haben. Was wir denn hier auch das so klären können. Na gut. Oh, er kann 3 auf einmal hier schmelzen. Und da können wir Stahlbarren. Na, dafür brauchen wir Kohle. Nee. Grafit brauchen wir dafür. Kriegen wir noch gar nicht. Gut. Aber wir können hier wieder ein bisschen was davon herstellen. Können wir nicht. Weil wir nichts haben, nervt's. Noch eine Ernte und dann haben wir unsere 15, die wir brauchen, um unser Gärfass anzuschmeißen. So, ich bringe die Ernteabfälle noch. Ah, okay. Wenn wir schon von über Ernteabfälle reden, können wir auch ernten. Wenn wir Energie hätten, könnten wir das. Ja, ich glaube Ernteabfälle. Scheiße. Nicht genug Energie. Okay. Aber ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben hier unseren Vorplatz ein bisschen auf, naja, sortiert. Wir haben immer noch denselben Amboss. Ich würde gerade sagen, wir haben ein bisschen was aufgewertet, aber eigentlich haben wir nur einen neuen Ofen, einen ziemlich tollen, coolen Ofen. Was können wir damit alles herstellen? Stahl, Stahlteile, Glas, okay, das ist noch normal. Man konnte doch irgendwann, ja, das haben wir noch nicht erforscht, so richtig Glaskolben und so ein Kram machen. Haben wir noch nicht erforscht, das haben wir aufgebaut. Ja, wir haben jede Menge Holz klein gesägt und ja, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren. Schmiedekunst hier. Waffen, das können wir eigentlich schon herstellen, weil wir das eigentlich noch nicht gemacht haben. Das ist so mal das nächste Ziel, glaube ich, für nächstes Mal. Neue Waffen herzustellen, also überhaupt mal eine Rüstung zu haben und ein besseres Schwert zu haben, damit wir damit denn mal in den Dungeon gehen können. Nur so jetzt mal so das Ziel fürs nächste Mal. Und wenn wir noch ein paar blaue Bubbles übrig haben, dann mal hier Glasbläserei anfangen. Weil das brauchen wir für allerlei Scheiß unten im... Oh, guck mal hier. Stahlwerkzeuge. Machen wir direkt. Holen wir uns, weil wir so viele rote Punkte übrig haben. Faden verloren. Genau, weil wir für alle möglichen Alchemie-Arbeitsplätze diese Glasbläserei-Sachen brauchen. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht verkehrt, in die Richtung schon mal ein bisschen was zu machen. Und ansonsten... Ja... Wir könnten noch mal, was war denn mit der alten Oma? Der musste mir da auch Bienen bringen, glaube ich. Und einen Kessel. Ja, ich weiß es nicht mehr. Mal gucken. Und mich wieder reinlesen. So, ja, das würde ich sagen. Ansonsten müssen wir, ja, Wein. Ansonsten weiterhin an unserer Winzerei arbeiten, damit wir sowohl den Inquisitor als auch den Schriftsteller so ein bisschen verwöhnen können. Das sind so die Ziele für die nächste Folge. Schauen wir mal, ob wir das so weit schaffen, ob wir das so konsequent durchsetzen können. Deshalb, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Modo. Macht's gut.